Ich habe gerade einen Fehler gemacht, und zwar habe ich mir gerade nochmal Bloons Toll Defense Battle 2 angeguckt und habe so ein bisschen durchgeguckt, okay, was gibt's für neue Helden, gibt's neue Heldenskins, weil vielleicht habe ich ja was verpasst. Es gibt einen Straßenräuber Jericho, ist für mich aber unmöglich, den zu kriegen, weil 40.000 Erfahrung brauche ich dafür, 10, 20 Stunden Spielzeit. Und zwar habe ich gerade auch den Fehler gemacht und habe mir Biker Bones freigespielt. Das Coole hier bei Battle 2 ist, dass die Heldenskins andere Fähigkeiten haben. Wenn wir hier zum Beispiel mal gucken, der normale Striker Jones, Level 10, Artilleriekommando setzt die Abklingzeit von Fähigkeiten bei allen Bombenwerfern und Mörseraffen zurück. Das heißt, wenn ich die Fähigkeit einsetze, dann kann der Bombenwerfer mit der Mitte nochmal seine Fähigkeit aktivieren. Aber hier bei Biker Jones ist das auf Level 10. Bombenfeuer und Mörseraffen verursachen Doppelschaden und setzen Bloons für 7 Sekunden in Brand. Auch Level 20 ist hier anders, denn hier zum Beispiel, da machen die 10 Sekunden Doppelschaden und doppelt so viel platzen lassen. Aber hier auf Level 20 verleiht allen Bombenwerfer und Mörseraffen dreifach Schaden und dreifach platzen pro Schuss. Dreifach Schaden machen die. Und ich finde, das liest sich sehr, sehr cool. Da sind auch noch hier so ein paar Kleinigkeiten ein bisschen anders. Aber primär kann man halt festhalten, dass der Boost hier viel, viel krasser ist. Und mein Ziel heute ist es, ein Level 20 Biker Bones rauszuhauen. Mit dem Bombenwerfer werde ich ein bisschen arbeiten, weil ihr werdet versuchen zu gewinnen. Ich bin in einer sehr niedrigen Arena, das heißt, es könnte gar nicht so leicht sein, hier weit zu kommen. Wehe, du skippst die Map nämlich gut. Ich habe in diesem Spiel übrigens über 100 Stunden Spielzeit, nimmt die Map sehr gut. Und zwar habe ich entspannte 140 Stunden Spielzeit. Ne, also, es ist kein schlechtes Spiel. Oh, sieht nice aus mit den Augen. Aber ich denke, man kann nachvollziehen, dass halt irgendwann so ein bisschen die Luft raus ist. Kann nicht so richtig Geld machen. Aber ich bin ja in einer recht niedrigen Arena. Das heißt, mein Ziel ist halt einfach... Da ist ein Motor drin? Weird. Mein Ziel jetzt ist ja einfach leben, Geld machen. Gegner gibt direkt auf. Oh, dieses Spiel. Das Nervige ist halt... Was ist das denn für ein Jubel? Eine Partie, wo nichts passiert, das dauert ja trotzdem. Ich hoffe jetzt auf die Uhr. 4 Minuten! Ich bin 4 Minuten drin. Davon habe ich 2 Minuten eine Runde gesucht und habe dann Ladebildschirme gehabt. Das ist einfach so slow, dieses Spiel. Da müsste ich nur am Rhythmus ein bisschen arbeiten. Für Runde 12. Bei Runde 12 oder 13 kannst du halt überrannt werden. Ich versuche es immer mit den Affen. Aber es kann ja theoretisch funktionieren. Der Gegner hat ein bisschen Spielerfahrung, weil er den anderen Benjamin freigespielt. Das heißt, der hat mindestens da die 40.000 Erfahrung geholt mit Benjamin. Und ich kann schnell Ikonen. Oh, er kann gar nichts. Das ist weird, weil der ja ein bisschen Spielzeit hat. Okay, ich mache jetzt die blauen Ballons. Ja, das nächste ist egal, wir rennen jetzt einfach. Er kann ja nichts. So, sorry. Jetzt Schrapnellgeschoss. Okay, der war meins. Er hat das Early Game geschafft, überraschenderweise. Ich mach mal ihn, so. Es gibt ja schnelle und langsame Eco-Taktiken. Und normal spiele ich mit langsamen Eco-Taktiken, aber jetzt, wo ich keine Plantage habe, mache ich eine schnelle Eco-Taktik. Das heißt, ich hau jetzt blaue raus. In diesem Spiel, das ist ja der Multiplayer zu Bloons Toll Defense 6. Ich muss mal Leben Ricochet gleich skillen. In diesem Spiel spielst du gegen andere Spieler. Du schickst auch die Ballons für die anderen Spieler. Und du musst halt versuchen, die Gegner zu überrennen. Das ist das gesamte Konzept. So, Leben Ricochet. Ich hätte schon vorher auf den Boomerang gehen sollen, aber ich war halt sehr wild, den Gegner kaputt zu machen. Gegner hat 2 Sniper, ist gut. Sniper ist auch nicht schlecht, um Geld zu machen. Also vielleicht schafft er ja ein bisschen was. Ich will ja, dass er was schafft. Weil ich will Striker Jones, Biker Bones im Late Game sehen. Das ist alles, was ich sehen will. Er ist halt sehr damit beschäftigt, meine Ballons kaputt zu kriegen. Deswegen kann er nicht so viel selber schicken. Und immer wenn du Ballons schickst... Okay, schick mal was Langsames. Immer wenn du Ballons schickst... Es war zu viel. Immer wenn du Ballons schickst, verbesserst du deine Eco. Das ist da oben, diese 501. Alle paar Sekunden, irgendwie alle 10 Sekunden, bekomme ich die 501. Und je mehr Ballons ich schicke, desto mehr Eco mache ich. Es wirkt halt komplizierter, aber ihr habt es gesehen, es ist im Grunde relativ simpel. Und wenn du halt nicht regelmäßig spielst, dann wirst du in den Arenen zurückgeballert, was einfach auch ein bisschen kacke ist. Und hier im gelben Stadion, das sind halt auch nur Anfänger. Ne? Deswegen, ich könnte vielleicht Gelegenheitsspiel machen und hoffen, da einen guten Gegner zu erwischen. Ich muss mehr auf den Gegner achten. Ich darf den nicht so hart überrennen. Ich will nämlich Biker Bones auf Level 20 sehen. Das ist das Einzige, was ich sehen will. Es werden ja auch einfach so ein paar Ballons geschickt. Und ich habe Angst, dass die zu viel sind. Die einfach, okay, ich schicke mal kurz nichts, dass er ein bisschen Herr der Lage wird. Weil es kommen nachher ja auch Moabs einfach so, BFBs einfach so. Und ich hoffe, okay, ich schicke jetzt selber was, sehr gut. Und ich hoffe, der kommt dahin, dass er es kaputt kriegt. Ich habe jetzt halt nichts geschickt, damit der ein bisschen, ne, weil ansonsten, ich hätte ihn überrannt. Ich schicke mal ab und zu ein paar Weißer, was, selbst das ist ja schon zu viel für den, ne. Skill ich dann nachher nochmal oben weiter. Das wird dann gut werden gegen Runde 12, weil da kannst du halt Unsichtbare schicken, die spammen. Aber noch chillig. Ne, ich kann nichts Krasses schicken. Aber das Gute ist, er kriegt es ja gerade so kaputt alles. Und das heißt ja, ich kann Biker Bones ein bisschen leveln. Ich guck mal kurz ganz normal mit den Weißen. Und guck, ob er jetzt das ein bisschen hinkriegt. Hätte ich ganz normal geecoed, hätte ich jetzt eine Eco von 1000 ungefähr. Aber wie gesagt, ich musste halt extrem aufpassen.
weil der Gegner halt nichts kann. Kein Hate. Aber deswegen muss ich halt ultra aufpassen. Ich hoffe auch, er wählt gleich noch was Skill gegen Unsichtbare. Ansonsten ist das ja einfach eine Zeitverschwendung für mich. Du musst was machen gegen Unsichtbare. Bitte, 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 nein. Ich habe jetzt hier irgendwie 15 Minuten in die Runde investiert. Bitte, Dude, das sind Default-Ballons. Bitte, ich habe 15 Minuten Lebenszeit hier reingesteckt. Aber es sind trotzdem 15 Minuten Lebenszeit, die ich nicht wiederkriege. Und ich muss jetzt ja mindestens nochmal 15 Minuten spielen, um da hinzukommen, wo ich eben war zeitlich. Ne, und deswegen ist das Spiel halt scheiße. Du wirst bestraft fürs Nicht-Spielen. Und wenn du halt einfach nur irgendeinen Fun machen willst, das geht nicht, weil die Gegner dafür zu schlecht sind. Der Gegner macht auch nichts. Er spart halt auf irgendwas. Ja, okay. Der Gegner weiß, wie das Spiel geht. Er hat einen Fallschirmschützen rausgehauen. Das heißt, der Gegner wird wahrscheinlich gut genug sein, um ein bisschen zu leben. Er kennt die Fallschirmschützenmeter. Und lustigerweise, die Fallschirmschützenmeter ist schon drin, seit das Spiel rausgekommen ist. Also das Spiel ist rausgekommen, Fallschirmschützen waren overpowered und seitdem hat sich nichts daran getan. Seitdem sind es halt nach wie vor die Fallschirmschützen. Einfach broken und overpowered. Ich muss gleich wahrscheinlich noch was raus, um das alles kaputt zu kriegen. Das macht aber nichts. Ich mache einfach noch ein U-Boot, wenn das geht. Okay, er schickt gelbe. Der wird auf jeden Fall gut genug sein. Die Gefahr ist jetzt, glaube ich, viel mehr bei den Gegnern, dass der mich überrennt. Oh, ich kann jetzt, ich kann schnell schicken. Ich kann jetzt schnell blau schicken. Weil er scheint Ahnung zu haben, was er tut. Und er könnte mich tatsächlich überrennen, wenn er die richtigen Sachen macht. Guckt einfach mal, wie overpowered der Fallschirmschütze ist. Der hat ja einen ungeskillten Fallschirmschützen. Und der ist genauso gut wie zwei U-Boot-Affen von mir. Also da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Das ist halt nicht gut balanciert, meiner Meinung nach. Er kriegt die Verteidigung so gerade so hin. Okay, er ist aber auch nicht insane, weil er hat aufgehört, jetzt Ballons loszuschicken, weil er verteidigen musste. Ich mach mal Dreifachwaffe. Wir sollten jetzt dann gut sein für ein bisschen länger. Ich glaube, ich könnte auch wieder schnell Ikon. Ich mach mal jetzt langsam Ikon, weil ab Runde 7 kann ich gelbe losschicken. Und das ist im Grunde die Phase. Okay, er hat den Boss raus. Den Boss, den Helden raus. Hat er dahin gespart. Ja, okay. Jetzt kann ich gelbe schicken. Und die gelben kann ich jetzt halt richtig krass raushauen. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich auch wieder aufhören, was zu schicken, weil er in die Verteidigung investieren muss. Weil ich muss jetzt gucken, dass ich das hier oben auf Stufe 4 rauskriege, bis Runde 11. Eigentlich bis Runde 10, weil in Runde 10 kannst du schwarze spammen, in Runde 11 kannst du violette spammen, in Runde 12 kannst du unsichtbare violette spammen. Und da musst du halt gewappnet sein. Und ja, ich weiß das noch auswendig. Ich habe halt über 100 Stunden Spielzeit in diesem Spiel. Der hat halt die ganze Zeit mit violett gespammt. Das Ding ist, es hat sich natürlich auch ein bisschen was getan in der Meta, wie du Ikon musst. Und deswegen, es kann sein, dass ich nicht mehr so richtig weiß, was die besten Affen sind zum Ikon. Es kann sein. Und ich schicke die Gelben dann, bis die Gelben so gut sind, dass ich dauerhaft die Gelben losschicken kann. Wenn der einen krassen Push starten will, dann aktiviere ich die Fähigkeit, weil du kannst auch boosten mit Fähigkeiten und halt für Angreifen und so weiter. 580, das kannst du für 580 theoretisch was verbessern. 900, wo bin ich jetzt gleich? Wo bin ich jetzt gleich? Ich bin bei... Oh, kann ich machen, ich war bei 1000. So, ich mache da Moabschläger hin. Dann kommt gleich mein Affendorf hin. Dann spare ich beim Affendorf, dass ich das mit dem Losschicken verbessern kann. Ich muss gucken, dass ich jetzt gleich über 1000 bin. War nicht ganz. Ist halt wichtig, dass ich die ganze Zeit die Ballons losschicke. Ikut gerade zum Beispiel gar nicht. Was dafür spricht, dass er wahrscheinlich irgendeinen Moor-Push aufsparen möchte. Oder, ach nee, der macht alternative Ikut-Taktik mit den Schiffen. Na gut, das geht auch. Geh mal auf Nummer sicher, sicher. Ich mache hier noch... Da? Da mit der Reduzierung. Ich mache mal da noch einen hin, der abtaucht. Ich meine, ich könnte auch jetzt gleich auf Rosane schicken, es gibt noch mehr Geld. Wie gesagt, ich habe nicht alles perfekt im Kopf abgespeichert, aber jetzt so ein bisschen. Oh, da ist jetzt ein Moor. Der müsste ehrlich gesagt down gehen, wenn ich gleich einfach die Fähigkeiten vom Time gut einsetze. Ich mache mal da Affensiedlung. So, ich schicke mal die Gelben wieder. Und zwar mache ich jetzt einfach die Fähigkeit. Okay. Ging jetzt auch so down, hat gepasst. So, und jetzt schicke ich los. Bis Runde 25 ungefähr. Da muss ich was machen zur Verteidigung. Jetzt einfach ganz, ganz bisschen, weil ich glaube, ich brauche Moab-Eliminator so schnell wie es geht. Wobei, brauche ich gar nicht. War nicht Schiff Mitte extrem gut, um DDTs zu killen? Weit gegen DDTs. Er kann die nämlich weggreifen mit den zwei Schiffen da oben. Also wenn ich jetzt, okay, wenn ich jetzt Hardcore spielen würde, würde ich gleich halt einfach jetzt noch mehr sparen und dann halt einfach 30 DDTs hier so schicken. Das wird ein Rennen. Warp Eliminator. So, das ist schon mal gut. Plus... Ja, plus, ich gehe mal hier Mitte. Es seien jetzt halt 30 Milliarden DDTs. Und dann werde ich überrannt. Aber wenn er halt nur so ein paar los schickt, das müsste ich kaputt kriegen. So, jetzt kann ich nochmal Ikon. Biker Bones ist Level 13, also wir brauchen noch ein bisschen, bis wir auf Level 20 sehen. Er baut jetzt aber langsam ein paar Schiffe auf. Das ist gut. Aber Gegner, ich sag mal, wie es ist, bisschen spät. Hättest du schon viel früher haben können. Ich könnte jetzt mal einen DDT losschicken, um ein bisschen Angst zu machen. Aber ich habe Angst, dass der DDT durchkommen würde und der halt das verpennt, den kaputt zu kriegen.
Das wäre halt eher problematisch, wenn er dann zwei, drei Bats losschickt. Aber ich glaube, so gut ist der Gegner nicht. Und ich glaube, das müsste funktionieren. Er wirkt sehr unproblematisch, der Gegner. Und ich glaube, das ist eine gute Runde. Ich nehme jetzt seit 40 Minuten auf. Das heißt, die Runde jetzt muss es sein. Ansonsten raste ich halt aus. Und alleine, wie viel Boost der hier hat, ne? Und Biker Bones, nicht vergessen, mit der Level 10 Fähigkeit, kann Biker Bones den Schaden von ihnen, was verdoppeln, ne? Und gleich verdreifachen. So. Er sagt, gutes Spiel. Und ich krieg den halt ganz easy down, ne? Also er sagt GG, aber ich krieg den halt komplett easy down im Bett. Ich mach nochmal da. Da. Ich kann jetzt nochmal Erstack-Fähigkeit machen. Ich krieg den halt komplett easy down. Ich weiß nicht, warum du GG sagst, Gegner. Ich booste mal den Schaden, so. Ich booste mal da nochmal. Ich hab den komplett easy zerbombt. Ich hätte wahrscheinlich wirklich zwei von denen kaputt kriegen können. Ja, er weint. Ich mach mal hier das. Biker Bones ist auch Level 20. Das heißt, der Schaden wurde wirklich dreifach geboostet. Ich höre mal auf zu Ikon, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn du Geld machen willst, das funktioniert, aber du musst dann halt spätestens in Runde 20 das Feld voll haben mit Schiffen. Und er hat es halt viel zu langsam gemacht. Aber ich muss ihn loben, er ist gut genug gewesen, um die Default-Bombs kaputt zu kriegen. Das Ding ist halt, durch hier diesen Tower zum Beispiel, solange er nicht selber ein Bett losschickt nochmal, kann er mich halt nicht schlagen. Und selbst ein Bett, ich würde halt wahrscheinlich jetzt auch eine Runde 40 Bett down kriegen, ehrlich gesagt. Er könnte halt zwei Bets losschicken. Selbst gepanzert, ich würde die down kriegen. Dein Gegner, geh doch nicht an den Default-Ballons kaputt. Bitte, du hast vor allem die Möglichkeiten, das hinzukriegen. Du musst jetzt was verkaufen, du musst ein Schiff machen. Und mit dem Schiff musst du dann weggreifen. Ich konnte ihn gar nicht richtig sehen. Nein, ihr seid alle zu schlecht. Ihr seid alle zu schlecht. Ich konnte einmal Biker Bones sehen. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich so wenig Videos zu diesem Spiel mache, das ist der Grund. So, du kannst Fun-Sachen nicht richtig vorstellen, ohne vorher original 10 Stunden grinden zu müssen. So, ich müsste 10 Stunden grinden, dann wäre ich hier wieder bei Moab-Grube, BFB-Kolosseum, vielleicht sogar ein bisschen höher. Und das Dumme ist aber, die Season endet wann? In 6 Tagen. Und in 6 Tagen müsste ich dann nochmal 10 Stunden grinden, um dahin zu kommen. Und das ist halt dumm, weil das Gameplay ist halt sehr repetitiv, das ist halt immer das Gleiche im Early Game. Und das ist ja nicht vorne, das ist einfach, I don't know, dämlich. Biker Bones, aber lustig, der Schadensboost war auf jeden Fall sehr krass. Wir haben ihn halt einfach komplett zerbombt. Er sagt GG, schickt ein Bett und ich kill ihn einfach in 10 Sekunden. Das war schon lustig. Aber gut. Also ich habe auch einen Creator-Code, by the way, den könnt ihr eintragen, wenn ihr wollt. Aber gut, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.